Morgen, Mahlzeit, Namen, liebe Freunde. Lange Rede, kurzer Sinn, die Zwerge. Nach Büchern von Markus Heitz oder dem ersten Buch Die Zwerge von Markus Heitz spielen wir die Kampagne. Mal in Flat. Nicht immer nur VR. Muss man ja auch nicht mögen. Ich habe die Bücher gelesen zum Teil. Was heißt zum Teil? Ich habe sie alle gelesen. Und gehört. Und jetzt will ich es mal spielen. Und ihr könnt alle daran teilnehmen. Werkers hat uns aus Stein gemacht, um das geborgene Land zu schützen. Gegen Orks, Ogre und alle anderen Scheusale Tions. Wir sind die Hüter des geborgenen Landes. Wir sind die Kinder des Schmieds. Wir sind die Zwerge. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Bei Fahrstuhlmusik im Kopf? Nein. Ich weiß es nicht mehr. Fahrstuhlmusik. Ja. Hallo? Ah, geht doch. Na komm. Ja. Machen wir. Bin unterwegs. Sprungangriff. Wir können auch mit E und dann. Ja. Zack. Und bleib tot. Ja, ich kann jetzt nicht unbedingt viel tun, außer eben zugucken. Ah ja, doch, geht wieder was. Bam! Ja. Ja, komm. Bin unterwegs. Rinn im Kampf. In Ordnung. Zack. Das wäre das. Immer vorne mit dabei. Immer mitten rein ins Getümmel. Los. Zack und bam. Na komm. Es sind zu viele. Ich bin immer hier raus, ja. Verstanden. Was macht der denn da? Das geht aber so nicht. Geh da weg. Geh da weg. Jetzt. Ja, geht da. Verstanden. In Ordnung. Verstanden. In Ordnung. So. Landerlin, ein Geschenk aus der Werkstatt. Diese Geschenke gebe ich gerne an die Grünhäute weiter. Verstanden. Bam. Ich mag es. Oh Gott. Denn? Komm her, du! Deswegen bin ich hier schon wieder so umzingelt. Das wäre das. Wie viel muss ich denn noch töten? Ei, der Witzka. Hier, Bomben. Und bleib tot. Auf ihn. Das wäre das. Oh. Habe ich jetzt meinen? Oh. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Ja, ja, komm. Bin unterwegs. Verstand. Eine Güte. In Ordnung.
sind zu viele. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Mein König, was tut ihr hier? Schon seit vielen Zyklen stand Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften, nicht mehr an vorderster Front, um sich den Geschöpfen Tions entgegenzustemmen. Der ernste Blick des Königs streift über das Schlachtfeld und die Verteidiger. Wir sind zu wenige. Das weißt du so gut wie er. Doch Verstärkung wird nicht kommen. Zu Hunderten liegen tapfere Krieger in der Festung im Sterben. Die Krankheit greift um sich. Sie bringt Schwäche und Tod. Bleibt auf euren Posten! Seid so standhaft wie der Granit, aus dem wir gemacht sind. Nichts kann uns brechen. Vrakas ist mit uns. Jo. Also mit... Ja? Tab geht auch. Komm her und störst denn! Ja, dann gucken wir noch mal. Wie kann ich denn die Karte wohl ein bisschen zu meinen Gunsten drehen? Wo ist der denn überhaupt? Kannst du eigentlich mal so einen richtig schönen Jump hier hin? Nee, erstmal nur ein Böhmchen. So, Böhmchen. Was? Dann kannst du, was machst du überhaupt? Für Vrakas, Selbstsinn, bla bla bla. Machen wir doch einmal den. Na komm. Für Vrakas! Hoppa. Was muss ich überhaupt getötet? Katapulte zerstören. Ach, Katapulte zerstören. Und ich muss die Ogre töten. Noch ein Bömmchen? Nein. Nein. Ach komm. Komm her und stirb dorthin! Zack! Das wäre das. So, das wäre das, genau. Dann machen wir doch noch einen schönen Schwinger. Was denn? Und hier haben wir auch noch ein schönes Bäumchen. So. Zack. Ja. Dann noch mal nach vorne hier. Auf ihn. Was? So, hier noch einen schönen Schwinger. Ja. Jawohl. Böhmchen. Was denn? Das war der Hammer. Ne? Die Ansicht gefällt mir überhaupt nicht. Wo steht der denn? Ja? Was? Komm. Ja? Ja, wurde er weggeschubst. Komm her, alles. Zack. Jawohl. Auf ihn. Und gleich. Was du seist. Und durch. Wo sind denn die Katapulte hier? Weg mit dem unterwegs. Komm, 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 komm. Dorthin. Bogenschützen, ihr alten Drecksack. Da sind die Katapulte. So, bam. Was? Was denn? Was ist denn? Ja. Oh. Los, Idiot! Einfach so!
Dieser alte Schwingerkollege. Bams. Jawohl. Was denn? Ja, geht doch. Das sind diejenigen, die uns in den Stollen angegriffen haben. Wir konnten sie nur unter großen Verlusten zurückschlagen. Komm her! Und ich spalte dich wie einen Strohhalm, verräterischer Elb. In seinem Zorn strahlt der alte König grimmige Macht aus. Und keines von Sitalias Kindern könnte gegen ihn bestehen. Doch das schlanke, hochgewachsene Wesen auf dem Rücken des Nachtmars grinst nur höhnisch auf euch hinab. Du irrst. Wir sind Albe. Wir sind gekommen, um die Elben zu vernichten. Alle friedvollen Geschöpfe im geborgenen Land stehen unter unserem Schutz. Und ihr könnt das Tor nicht öffnen, das euch seit der Erschaffung der Welt den Weg ins geborgene Land versperrt. Wir nicht, aber vielleicht einer der Euren? Das kann nicht sein! Schweig, du Narr! Rakas, vergib mir, was ich jetzt tun werde! Schnell formiert euch! Ihr müsst sie aufhalten, bis ich das Tor wieder geschlossen habe. Aber selbstverständlich, mein König. Komm her, du! Achso. Und ein kleiner Springer. Jawohl. Ach ja. Was denn? Ja? Komm. Attacke. Bams. Ihr Drecksort. Komm her, du! Ja! Auf ihn! Du bist sowieso tot. Einfach so! Nächste! Verstanden! Es schließt sich! Bin unterwegs! Sieh mich an. Dein Tod heißt Zintoras. Deine Stunde ist gekommen. Ich nehme dir das Leben und das Land nimmt dir die Seele. Verschwinde aus meinen Augen, Spitzohr. Ich will mich noch ein wenig am geschlossenen Tor erfreuen. Das Tor mag sich geschlossen haben, aber wenn du dich durch die Macht des Landes wieder von den Toten erhebst, wirst du einer von uns sein. Und du wirst es öffnen. Niemals! Meine Seele zieht zu Fracas. Nein. Deine Seele gehört nun dem Land. Und damit gehörst auch du ihm auf ewig. Und stirb. Kehre zurück. Und gib uns das geborgene Land. Ah, was für eine Story. Achso, Fahrstuhlmusik? Achso, ist schon vorbei. Schade. Dann war ich nicht schnell genug. Aber was soll ich euch erzählen? Du bist ein Perfektionist, Tungdil Bolofar. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Wenn man sich nicht mehr auf die Schmiedekunst eines Zwerges verlassen kann. Worauf dann? Was kann ich für dich tun? Für mich gar nichts. Aber für Lord Ionan. Er möchte dich in seinem Studierzimmer sehen. Im Geiste gehst du alle Vorfälle der letzten Zeit durch, die den Unmut des Magus heraufbeschworen haben könnten.
Abgesehen von einigen kleineren Streitereien mit seinen Famuli ist seit dem Vorfall mit deinem Bart nichts Erwähnenswertes geschehen. Du nickst. In Ordnung. Du siehst schrecklich aus. Alter Charmeur. Die Magd wirft dir einen gespielt vorwurfsvollen Blick zu. Ikana hat die halbe Nacht gequengelt. Als du deine Zähne bekommen hast, habe ich dich immer auf den Arm genommen und bin mit dir durch den Stollen gegangen. Du hast mit meinem Bart gespielt und ich habe dich in den Schlaf gesungen. Frala lächelt. Sie hat die Geschichte schon oft gehört. Das ist jetzt 23 Zyklen her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht gesungen hast. Gebrummt vielleicht. Wenn es stimmt, was du über die Lebensdauer von Zwergen gelesen hast, wird es noch 300 Sonnenzyklen und mehr dauern, bis du in die ewige Esse gerufen wirst. Die Gewissheit, eines Tages Fralas Tod zu erleben, macht dir das Herz schon heute schwer. Ich lasse den Magus besser nicht zu lange warten. Wir sehen uns später. Es gibt Gulasch. Juhu, Gulasch. Vor 30 Zyklen hast du hier zum ersten Mal den Schmiedehammer geschwungen. Niemand hat dir das Handwerk gezeigt. Es hatte dir genügt, dem alten Schmiedlot Ionans bei der Arbeit zuzuschauen. Wann immer die Schmiede leer stand, hast du geübt und mit Leichtigkeit das Handwerk gemeistert. Es gab eine Zeit, als du den schweren Hammer kaum heben konntest. Heute spürst du ihn fast nicht mehr und er fühlt sich wie eine Verlängerung deines Arms an. Das Schmieden liegt dir im Blut. Ah. Nimm die Axt. Okay. Alles, was du über Zwerge weißt, weißt du aus Büchern. Der göttliche Schmied hat die Zwerge geschaffen und du opferst ihm von Zeit zu Zeit einige Goldkrümel. Es ist das Wertvollste, das du Vrakas zu bieten hast. Wie opfert man den Gold? Du hast gestern Nacht an Sunjas Geburtstagsgeschenk weitergearbeitet. Die Kleine ist verrückt nach Pferden. Du hingegen hältst dich lieber von ihnen fern, wenn du ihnen nicht gerade Hufeisen anpassen musst. Zu viele Beine und viel zu groß. Lieber ein schönes Pony. Na komm. So, haben wir hier alles erledigt? Sehr schön. Hey, Unterirdischer, komm in die Küche, wir brauchen dich. Yolosin, ein Famulus der vierten Stufe und so etwas wie dein Lieblingsfeind unter den Magierschülern, wirft dir einen abfälligen Blick zu und verschwindet, ohne deine Antwort abzuwarten. Genau, die alte Sau. Tungdil, schnell, sonst verbrennt mir mein Gulasch. Du erkennst sofort, wo das Problem liegt. Eine Kette, mit der die Kessel über einen Flaschenzug bewegt werden, hat sich aus der Halterung gelöst und der Kessel sitzt auf der Feuerstelle fest. Die Last ist schwer und keiner der Magus-Schüler, die sich selbst beim Küchendienst für etwas Besseres halten, traut sich, etwas zu unternehmen. Man könnte sich ja die Finger verbrennen oder gar schmutzig machen. Machen wir mal. Es wäre schade ums Gulasch, ich habe nämlich Hunger. Hier, halt das. Ja. Weißt du noch, wie du mir den Bart mit irgendeinem Zauberkram gefärbt hast? Ich musste ihn mir abschneiden. Du streichst dir über deinen für einen Zwerg ungewöhnlich kurzen Bart. Verflucht, das ist schwer! Presst der junge Mensch aus zusammengedrückten Lippen hervor und lässt den Topf etwas absinken. Wage es nicht, mein Gulasch zu ruinieren, Bursche! Die Köchin mit den stattlichen Unterarmen funkelt den jungen Mann an und nach kurzer Überlegung verstärkt er seine Anstrengungen wieder. Mit möglichst viel Besorgnis in der Stimme sagst du: Oh, das sieht gar nicht gut aus. Zufrieden bemerkst du, wie Yolosin der Schweiß aus den Poren schießt. Das zahle ich dir heim, Unterirdischer! Na gut. Du elende Missgeburt! Einen Augenblick lang hoffst du, dass der Famulus tatsächlich seine Hand gegen dich erheben würde. Doch dann kommt er zur Vernunft und verlässt mit hochrotem Kopf die Küche. Ihr beide habt euch gesucht und gefunden. Ich bin dein Pate, kleiner Wurm.
Ich werde später auf dich aufpassen, so wie ich auf deine Mama aufgepasst habe. Die kleine Ikana greift nach deinem schwieligen Finger und lächelt dich mit großen Augen an. Na komm. Und hier auch noch was. Oh, das Gulasch. Ich habe das Armbiss noch gar nicht betrachtet. Im Kessel blubbert das Gulasch. Du saugst die warme Luft durch die Nase ein und der Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ah, Gulasch. Das Bier, das zum Stollen geliefert wird, soll das beste Bier Idoslans sein. Es ist auf jeden Fall dein Lieblingsbier. Aber du hast auch nicht genug verschiedene Biere getrunken, um es wirklich vergleichen zu können. Hm. Weißt du, was Lot Ionan von mir will? Sie wirft dir einen belustigten Blick zu. Sie hat dir schon häufiger vorgehalten, Dinge manchmal unnötig zu verkomplizieren. Gib mir Gulasch. Weißt du, was Lot Ionan von mir will? Sie wirft dir einen belustigten Blick zu. Sie hat dir schon häufiger vorgehalten, Dinge manchmal unnötig zu verkomplizieren. Bla bla bla, los. Ich will Gulasch. Ich will Gulasch. Hier gibt's Gulasch. Der Schmied? Brauchst du was? Ist der in Gold durchgebrannt, als du ihn beschlagen wolltest? Auf unseren Tellern ist er jedenfalls nicht. Stimmt, das fehlt. Ihr Buch beschlägt einen Hey, Gaul. Was soll das werden, Unterirdischer? Wir essen hier noch. Warum holst du nicht deine eigene Portion? Das fehlt etwas. Im Buch beschlägt er am Anfang ein Pferd. Von den rund 200 ausgewählten Menschen, die unter Lot Ionans Aufsicht lernen, worauf es bei der Kunst des Zauberns ankommt, kannst du höchstens eine Handvoll leiden. Mit der flüchtigen launischen Magie hast du nichts am Hut. Dein Reich ist die Schmiede. Na komm. Achso. Meister Lot Ionan, Vrala sagte, ihr wünscht mich zu sprechen? Ah, Tungdil, komm herein. Dort drüben im Schrank findest du einen Beutel. Hol ihn bitte heraus. Er enthält Artefakte meines ehemaligen Famulus Goreen, die ich ihm zurückgeben möchte. Er lebt am Schwarzjoch, 300 Meilen von hier entfernt. 300 Meilen? Eine lange Reise. Wen wollt ihr damit beauftragen? Ich dachte da an dich. An mich? Es gibt keinen besseren für diese Reise. Du hast dir einiges an Wissen angeeignet und bist beinahe ein Gelehrter. Manch Famulus weiß weniger über das geborgene Land und seine Bewohner als du. Es ist Zeit, dass du hier mal rauskommst und die Welt mit eigenen Augen siehst. Das würde ich gerne. Was ist im Beutel? Magische Gerätschaften. Am besten lässt du den Beutel zu, wenn du Unglücke vermeiden willst. Zwerge mögen Magie nicht besonders und die Magie mag euch auch nicht. Brakas gab uns so viel handwerkliches Können, dass Magie in unseren Körpern keinen Platz mehr hat. Um genau zu sein, jedes Mal, wenn du Magie zu nahe gekommen bist, endete das in einer Katastrophe. Vielleicht treffe ich unterwegs ja Zwerge. Ja, vielleicht. Aber mach dir nicht zu große Hoffnungen. Und du solltest vorsichtig sein, mit wem du sprichst. Nicht jeder dort draußen mag Zwerge. Wie Kobolde. Sie entführen Zwergenbabys und verkaufen sie an Magi, habe ich gehört. Nicht das beste Geschäft meines Lebens. Aber was sollte ich tun? Die Langnasen drohten, dich in den nächsten Fluss zu werfen. Sei auf der Hut. Pass auf den Sack auf und verliere ihn nicht. Palandiel sei mit dir. Und dein Vrakas natürlich auch. Ich breche sofort auf. Auf Wiedersehen, Lord Ionan.
Ach, das Feuer kann ich ja auch stoßen. Das ist interessant. Oh, ein Questlog. Quest beendet. Hätte ich gewinnen, dann also mit magischen Versehen zu nehmen. Ja, bla bla bla, hatten wir doch. Nebenaufgaben habe ich nicht. So, und. Muss ich hier noch was tun? Oder kann ich sofort. Oh, hatte ich das schon? Muss ich ihm noch was opfern? Ob sich Zwerge vor langen Reisen Beistand von Wrackers erbitten? Die Figur auf dem selbstgebauten Altar antwortet nicht. Ach, was für ein Learning Gag. Eigentlich ja, gut. Dann sagen wir doch noch voller Lasches. Ach, nochmal ins Gulasch gucken. Im. Oh. Ach, verdammt. Im. Gemüse, Brot, Käse. Aber mit der Köchin ist nicht zu spaßen. Viele schmerzende Fingerknöchel haben dich gelehrt, dass sie mit dem schweren Holzlöffel umzugehen weiß. Und dass sie möglicherweise Augen im Hinterkopf hat. Hallo, Frala. Ich brauche Proviant. Für 300 Meilen. Du strahlst über das ganze Gesicht. Endlich bekommst du die Gelegenheit, einmal etwas von der Welt zu sehen. 300? Tungdil! Das ist kein Botengang mehr, das ist eine richtige Reise. Warte, ich habe hier das Richtige dafür. Aber lass es nicht die Köchin sehen. Ich gehe zum Schwarzjoch. Ich werde einem ehemaligen Schüler des Magus ein paar Dinge zurückbringen. Du steckst das Schwarzbrot, die Würste und den Schinken ein. Genug Essen für die ersten Tage deiner Reise. Vielleicht treffe ich sogar einige Zwerge unterwegs. Frala wirft dir einen vorsichtigen Blick zu. Es ist ein heikles Thema, von dem du nicht lassen kannst. Es gibt nicht viele Zwerge hier unten. Du bist der Einzige in Idoslan, soweit wir wissen. Ich weiß, aber ich kann doch nicht einfach so aus dem Felsen geboren worden sein. Irgendwo in den Bergen habe ich einen Stamm, einen Clan, vielleicht eine Familie. Ja, vielleicht. Frala hat dich schon mehr als einmal daran erinnert, dass Lord Ionan die Zwergenstämme angeschrieben hat und keiner von ihnen einen Zwergenjungen vermisste. Ich habe ein Geschenk für dich. Du holst drei Hufnägel hervor, die du sorgfältig zu einem Schutzsymbol zusammengefügt hast. Es ist nicht das edelste Geschmeide des geborgenen Landes, aber... Ein Blick in Fralas Gesicht zeigt dir, dass es ihr darauf nicht ankommt. Sie strahlt vor Glück, als sie den Anhänger nimmt. Für mich? Aber warum denn? Weil du so etwas wie eine kleine Schwester für mich bist und ich dich vermissen werde. Hättest du ihr sagen können. Doch du belässt es bei einem Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Ich muss aufbrechen. Ich will heute noch ein gutes Stück Wegstrecke hinter mich bringen. Ich wünsche dir den Segen Palandiels und deines Gottes Wrackers, damit du unterwegs vor allen Gefahren geschützt bist. Hier, ein Talisman. Wann immer du ihn anschaust, denkst du an mich. Schelmisch zwinkert Frala dich an. Und daran, dass du mir etwas Schönes mitbringst. Wie, nur 17 Proviant? Das reicht ja nur für 17 Tage. Schaffe ich ja in 17 Tagen 300 Mal. Schalalalala. Ich werde das Abendessen nochmal betrachten. Im Kessel blubbert das Gulasch. Du saugst die warme Luft durch die Nase ein und der Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Jam. In wenigen Augenblicken hast du das Schwarzjoch auf der Karte gefunden. Es liegt südöstlich von Porista, etwas mehr als auf halbem Weg zwischen der Stadt des Magus Nudin und Lord Ionans Stollen. Du folgst dem Weg vom Stollen zum Berg mit deinem Finger. Auf der Karte wirkt es nicht weit, aber es wird die größte Reise deines Lebens sein. So,
So, Freunde der Nacht. Machen wir erstmal einen ersten Break. Bevor es nach draußen geht. Ihr wisst, was jetzt kommt. Abonniert mich. Ja, lasst mir ein Like da. Schreibt mir einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Es wird mir zeigen, dass ihr an mich denkt. Und vergesst nicht, Jebus liebt euch auch. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.